Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Hier haben wir schon wieder ein nettes kleines Spoilerbild. Wie sind wir denn in eine Kanalisation gekommen? Oder ist das ein Militärbunker, aus dem wir gerade rausklettern? Ich weiß es nicht, aber Spoiler of the Dead will uns ja hier immer sagen, was passiert ist. Und jetzt sagt er uns doch bestimmt auch, was passiert ist. Oder nee, eigentlich wollte ich am Anfang sagen, was passieren wird. Denn das hat ja Nico Robbins Ausschnitt beim letzten Mal zum Glück ein wenig ausgeblendet. Ist doch wundervoll, wenn sowas passiert, oder? Previously on The Walking Dead. Wie wundervoll, wieso kann man die nicht einfach überspringen? Wow, wir sind endlich in Savannah. Die ganze Zugfahrt haben wir einfach übersprungen innerhalb von einmal blinzeln. Oh mein Gott, wir sind in Savannah. Und das Haus kenne ich doch. Das habe ich doch am Anfang des Spoilers noch gesehen. Wow, Savannah sieht wundervoll aus. Sieht aus wie in der wundervollen Welt von The War Z. Entschuldigung, von Infestion Survivor Stories. Schleichwerbung für schlechte Spiele. Wundervoll. Hinter jeder Ecke. Und dir scheint es nicht so gut zu gehen. Was hast du nur gemacht? Das nächste Mal springst du früher, hä? Warum kannst du jetzt wieder halbwegs nochmal laufen? Oh, Clementine, du willst jetzt aber hier nicht irgendwie abhauen oder so, ne? Ich hoffe, wundervoll. Ich kann die auch auf den Arm nehmen. Oh. Willst du das Funkgerät haben, ne? Oh. Haben wir das weggenommen? Nein! Pädophile sind nicht cool! Pädophile sind nicht cool! Ich brauche deine Aufmerksamkeit. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can. Not now. I need you to focus. Keep your attention on the street. Okay. Das ist doch sehr schön gesagt, oder Lee? His leg's pretty bad. Ja, aber die Doppel-D-Omi sieht wundervoll aus. He needs to rest. Nee, mir geht's gut. Ja, wir müssen weiter. Kenny, wie weit noch? Fragen wir mal Kenny, wie weit noch? How much farther to the riverfront? Boah, der guckt immer so. A few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. Hoffen wir es, ne? Have to be. Have to be. Ich meine, wer soll die genommen haben? Meinst du die Überlebenden? Oder nee, die Walker machen eine fette Party drauf. Oh Gott. Warte mal, warum bimmelt das? Ist das nicht im Normalfall menschenbetrieben? Keep moving. No one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. Meinst du? What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Ja, die hier. Wie wär's, wenn du mal weitergehst? Bleib da stehen. Hallo, guck mal, da ist einer. Are you sure? I don't see anything. Ja, der hat sie auch hingeschmissen. Hey, du da oben. Ich weiß, dass ich gesehen habe. Weiter, 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 weiter. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Schrei doch. Oh. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. Ja, jetzt mach hier keinen Stress, Olle. Wer verdammt ist da? Zum Turm, hallo. Hello? Hello, are you there? Das ist, glaube ich, der Typ hier oben drauf, oder? Ah, wow, Jessica Lozano oder so. Kriegen wir Schüsse ab. Warum bleibt ihr da auch alle stehen, Alter? Omi Doppel-D wird nicht rennen. Sounded more like a warning. Ist das so? Dann geh doch mal nach. For whom the bell tolls. For whom the bell tolls. Okay. Ist wohl ein richtiger Metallica-Fan. It tolls for thee. Oh, das war also eine echte Warnung. For whom the bell tolls. Der sieht... Oh, sehe ich heute wieder geil aus. Richtig wundervoll. Schick, dass die Glocke geläutet hat. Scheiße! Oh, shit! God damn it! Run! Follow me! Und was mit Omi Doppel-D? Hallo, was ist mit Omi Doppel-D? Yeah, der Fettsack. Der Udo, you touch my tralala, kriegt voll in die Fresse. Omi Doppel-D, um den mache ich mir gerade am meisten Sorgen. Clementine, alles gut. Fragst du dir dein Funkgerät, oder? Bäm, der Penner-Hieb. Das ist auch wundervoll, natürlich. Konnte man den nicht sehen? Hol dir die Knarre, los! Alter, das wirst du bestimmt nicht machen. Schieß rauf, hallo! Du siehst jetzt auch richtig toll aus. Ah, es geht. So, noch lebst. Oh, hi. Wie seid denn ihr da hingekommen? Ben, helf ihr! Und lass dich nicht fressen. Oh, ja, wundervoll. Clementine, hast du eine Waffe? Wahrscheinlich endlich. Hi, bam! Und, bam, du siehst aus wie James Hetfield, nur ein bisschen verkommen. Und wie, hier, wie heißt der? Dave Mustaine zusammen. Hallo und hallo und hallo.
Was zur Hölle? Schieß doch! Bam! Der alte Penner! Sauber! Guck mal, das ist der alte Sack. Super! Und dann folgst du uns. Hoffe ich zumindest. Folgst du uns? Warte, was mit dem Penner? Penner! Komm mit! Wir brauchen deinen Penner-Tritt oder deine Penner-Schaufel, den Penner-Hieb war das. Nur weil die so humpelt, brauchst du hier nicht rassistisch bleiben. Oh oh, wie wär's, wenn wir dem mal helfen? Der darf jetzt nicht sterben. Ja, würde ich auch sagen. Wie wär's, wenn wir ihm helfen? Das wäre eine gute Idee. Helfen wir ihm. Los jetzt! Nix, wir rennen jetzt weg, Kenny. Wir helfen dem. Nein, wir helfen dem Penner. Okay. Wenn du das sagst. Wird er gerade gefressen oder wer hat da gegurgelt? Wundervoll. Wäre das nicht passiert, wenn ich alle getroffen hätte? Ich wusste ja, ob ich auf den Kopf ziehen sollte oder nicht. So, ansonsten hätte ich einfach bam, bam, bam vorausschießen können. Ich war nicht mit einer Ego-Shooter-Frequenz da irgendwie. Hätte ich nie mit gerechnet. Oh, jetzt sperren wir uns hier ein. Wundervoll. Ja. So ziemlich. Au. Das wäre eine Idee, ne? Oder raussaugen. Wir sind die Bretter abreißt. Bring uns einfach da rein. Ich werde einen Weg nach innen finden. Wie dass wir uns reintreten oder so. Ah, hier so einfach mal durch. Oder wir reden mit Clementine, ob wir das hier mal einschlagen könnte. Guck, wir haben ja noch ein Werkzeug. Wundervoll. Geht's hier irgendwie rein? Ah, guck mal hier. Wir können die Tür erstmal probieren zu öffnen. No way we're gonna force that open. Not without making a lot of noise at least. Die wissen auch nicht, wo wir hin sind, ne? Ja, treten wir das einfach mal ein, aber vorher können wir auch noch nach einer Alternative suchen. Oh, guck mal da unten. Hallo. What's this? Was ist like das? Some kind of pet door here. Nee, eigentlich sieht es aus wie eine Löwenklappe. Hast du nie eine gesehen? That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Alter. Bullshit. Technik. Every day's a school day. So halbwegs, ne? All right, haben wir so nämlich gestern nicht gelernt. Where's the dog? Vielleicht in dem Grab, könnte ich mir vorstellen. Außer jemand hat sich daneben begraben. Oder der fährt uns gleich an oder so. Gucken wir mal hier. Ich denke mal, das ist der. Nee, echt? Also das sieht doch mal gar nicht so aus. Bist du bescheuert im Kopf? Ja, natürlich wäre es das. Vielleicht ist der Hund da hier drüber gegangen. Oder hat hier reingepinkelt. Hallo, das ist doch bestimmt sein Grab. Der arme Hund. Was denn hier? Liegt das da vielleicht drin oder sowas? Hallo? Wow. Und wieso? Sieht doch super aus, oder nicht? Findest du nicht? Kleiner Rassist hier. Guck, eine Schaufel. Wundervoll, die sieht genauso aus wie er. Ja, eine Schaufel kann man immer gebrauchen. Nein! Nein! Ich will nicht! Lee, hör auf damit! Nein, tu das nicht! Nein! Wahrscheinlich muss es sein. Ja, so ein bisschen. Meinst du, da kommt jetzt ein Zombie-Hündchen raus? Das ist eine Animation. Bestimmt ein Hündchen. Ein Hündchen? Ich hoffe mal vor langer, langer Zeit. Der sieht noch so aus, ob er... Nothing. Clem, go over and sit with Krista and Omi, okay? But I want to... Just do what I say, okay? Tut mir leid. Was? Clementine ist sich gekränkt. Oh, das tut mir leid, dass du ist sich gekränkt bist. Oh, sieht aus wie... God, the smell. Lecker. Dass er noch nicht verwest ist. Dass er noch was dran ist. Meinst du... Erstmal gucken. Must have belonged to someone. Was für eine Idee! Da kommst du noch nicht drauf. Mal gucken, vielleicht beißt er ja. Wenn du ihn mal anpiekst. Can't get it off. Nicht. Okay, lecker. Deswegen guckst du nicht. Nee, irgendwie nicht. Oh, ich bin nass. Geht's dir gut? Oh, mir geht's gut. Ich hab mich nur vollgekotzt. Du stinkst auch so hier. Lass mich den wieder eingraben. Das ist eine Idee. Hallo, eingraben. Ja, das ist toll. Wie wär's, wenn du das einfach wieder da reinschiebst? Wenn der Hund uns gleich ohne Kopf angreift, ne? Dann komm ich ins Spiel und hau dir in die Fresse. Das wird unglaublich. Warte, jetzt brauchen wir das ja auch nicht mehr einschlagen. Jetzt können wir hier mal gucken. Sonst hätten wir die Hundeklappe einschlagen können. Super.
Fällt mir jetzt ein. Wow, die Technik. Weißt du, nix hat mehr Strom, aber das kleine Ding schon. Wundervoll. Und schön, dass sie die Glocken geläutet haben. You see anything in there? Bam! Looks like it's been empty a while. Ah, okay. Wundervoll. Die klettern jetzt nicht über den Zaun, oder? Okay, let me see if I can reach up in there. Das wäre eine tolle Idee. Willst du da mit dem Kopf rein, oder? Ach so, ja. Wenn jetzt irgendwas beißt. It's no good. I can't. Lecker Händchen. I think I can. Oh, das ging schnell. Alles okay? Clem, are you okay? Say something. Die ist ja mal mega schnell rein. Und weg war die. Hallo. Tada. Ah, ist in Ordnung. Good job, Clem. Ist in Ordnung. Way to go. I did good, right? Ist ja nichts passiert. You did good. Can we maybe have this conversation inside? My leg's starting to hurt like hell. Ah, okay. Ich hoffe mal, dass das drinnen nicht mehr weh tut. Das wäre natürlich wundervoll. Vielleicht sind da ja magische Heilkräfte am Werk oder so. Everybody in. Wir sind jetzt erstmal durchsucht. Also erstmal alle rein und dann den Rest durchsucht. Vielleicht sind da die Typen drinnen, die sich da gegenseitig gefressen haben. Oder vielleicht gibt es hier so ein bisschen lecker Menschenfleisch. Nee. Ist auch eine Spezialität in Fallout. Tür zu. Wow. Was ist denn das hier? Sieht aus wie Grillkohle. Wow. Was für ein Haus. Moment, ist das Haus, das ist das Haus mit dem Glockenturm? Ich hoffe mal nicht. Sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Ah. Thanks, babe. Solange du dich hier nicht verwandelst, das wäre wundervoll. Ja, der kleine Hund sah da ja richtig niedlich aus auf dem Bild. Draußen war da das nicht mehr. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. Ich wusste es nicht. Wie, ich wusste es nicht. Sagen wir es einfach. I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Ja, das ist auch so eine wichtige Sache. Okay, eigentlich schon. I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top. Immerhin jemand, der nochmal redet. Want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street. Das könnte... And we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? Weil sie schlau sind oder nicht nachgedacht haben. Sie wollten uns helfen. Sie verfolgen uns. Sie waren uns nicht wohlgesinnt. Das auf jeden Fall nicht. I don't know who it was. All I know is they're no friend of ours. Damn right. I'm telling you, they don't want us getting to the river. Ganz genau. Maybe they want those boats all to themselves. But we'll see about that. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. Dann lass ihn das doch machen. Ruhen wir uns etwas aus. Obwohl, ich stimme Kenny zu. Kenny on that. Once it's quieted down outside, we'll all head to the river together. Deal? Suit yourselves. Wundervoll. I'm not gonna wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Was meinst du, wer die nehmen wird? Wie gesagt, die Zombies mit einer fetten Bootparty. Und ich hoffe mal, jetzt explodiert nicht irgendwas und kommt hier aus den Ecken raus. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. Klingt nach einem super Plan. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door. Understand? Alles klar. Okay. Hab ich im Kopf. So, das kleine Schokobärchen, guckt jetzt mal, was hier für Schokobärchen versteckt sind. What if there's another locked door? Warum nicht, wenn du vorsichtig seist? Blum. Why don't you just see if Kristen Omid need anything, okay? Na. Okay. Wie unfair. Du kannst sie doch einfach mitnehmen. Was soll denn passieren? Höchstens, wenn du stirbst, stirbt sie auch. Oder sie rennt weg, während du stirbst. Das ist natürlich die bessere Idee. Ich würde aber auch mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Walking Dead. Okay, keine Ahnung, was das jetzt sollte. Oh, da liegt was zu essen. Her damit. Oh, Hundefutter. I'm not that hungry. Signs I need to finish checking the downstairs. Willst du es nicht haben? So hungrig bist du nicht. Ja, es tut mir aber leid. Aber bald wirst du sein. Lässt dir das gute Essen verkommen. Na, wenn ihr das auch toll findet, dass er hier gutes Essen verkommen lässt, hier, lecker, Dogfood, klingt doch super. Dog ist bestimmt irgendeine Art von Gemüse, wundervoll, das heißt bestimmt nicht Hundefutter, das ist ganz bestimmt nicht, ist bestimmt so eine, irgendwas Leckeres, was weiß ich, so ein Obstsalat oder vielleicht eine Spaghetti Bolognese oder,
allgemein irgendwas mit Pasta. Julian wird jetzt wieder sagen, weil er keine Pasta mag. Oder eine Pizza oder was weiß ich. Oder ein Döner. Wenn ich nicht so gern Döner esse, keine Ahnung, ist einfach nicht so. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, dass wir hier Essen verkommen lassen, vor allem die Tüte ist leer, dann schreibt das doch mal in die Kommentare, dass ihr sowas super toll findet, wenn man Hundefutter verkommen lässt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Und wer ist hier drin? Irgendwelche Penner oder tote Katzen? Du lieber Himmel! Ja, ich hab's ja mal im Voraus dein ganzes Haus angezündet. Oh, das ist ja... Was? Was? Schön für die Aussprache hier, aber ich nehme jetzt ein Telefon mit und hau dem auf die Fresse hier. Was gibt's doch nicht? Natürlich.